Willkommen zurück, meine lieben Freunde, hier bei The Legend of Zelda Tears of the Kingdom. Und ein Abo und ein Daumen nach oben sind natürlich wie immer umsonst und würde mich sehr freuen, so denn ihr euch dazu entscheiden solltet. Ja, das war doch mal ein schöner Part gestern zum Abschluss, nicht wahr? Wo ich dann nochmal fast 6 Stunden lang Sternfragmente gegrindet habe und in 27,5-facher Geschwindigkeit für euch abgespielt habe, sodass es am Ende ungefähr 10 Minuten waren. 6 Stunden auf 10 Minuten gekürzt. Oh mein Gott. Ich sage euch ganz ehrlich, wie es war. Es war grauenvoll. Es war grauenvoll, deswegen machen wir das heute nicht nochmal. Wir haben heute leider nicht ganz so viel Zeit mit dem Stream, also mit dem Aufnehmen fürs Spiel, weil ich will den Xbox Games Showcase nachher noch live angucken und vielleicht sogar noch die PC Gaming Show, mal gucken, ob ich die auch noch mitmache. Vielleicht gucke ich mich auch nur alleine an, keine Ahnung. PC Gaming Show ist manchmal leider, das Problem bei der PC Gaming Show ist manchmal, ist die haben die richtig gute Sachen, so wie Satisfactory, ne, wo man dann wirklich, also wo ich gehypt war dann, das war ein geiles Spiel, manchmal haben die halt auch so, naja, Kerbal Space Program 2 wurde da auch angekündigt, habe ich bisher immer noch nicht gespielt, obwohl es ja mittlerweile in der Early Access draußen ist, aber ich habe einfach noch nicht die Zeit dazu gefunden. Ich meine, ich spiele dieses Spiel hier. Brauchen wir noch einen Eldrazahn? Ich weiß es halt leider nicht. Naja, egal. Wird schon werden. So, ich hoffe, euch geht's gut. Ich habe gestern getrunken, während wir die Sternfragmente gesammelt haben oder die Sternsplitter. Ich muss aber echt sagen, ich habe heute keinen Kater, auch nichts. Also, mir geht's gut. Ich meine, wenn man halt nicht so häufig trinkt, dann geht das glaube ich auch noch mit den Kater und so. Ich meine, jetzt habe ich erstmal genug für die nächste Zeit. Ich brauche erstmal nichts mehr trinken. Ich hätte jetzt genug. Wirklich, wirklich, wirklich. Was ein Problem ist, weil ich halt diesen Grind mit den Sternfragmenten nur aus mit Alkohol. Oh nein, da ist eins runtergefallen. Aber es war kein Flügel dabei, ne? Immerhin etwas. Boah, was für ein Glück. Ja, es ist echt schwierig mit diesen Flederbeißern. Vor allem den Feuerdingern. Echt eine schwierige Situation mit denen. Die ganzen Begleiter erstmal ganz kurz wegschmeißen. So, dann brauche ich am besten eine Waffe, die wie genau hier. Eine Lanze. Oh nein! Wo ist die Waffe denn aber hin? Toll, ist die Waffe weg. Weiter geht's. Kommt ihr runter, meine Freunde. Ja.
Also, wie viele Flügel haben wir? 19 Stück. Ich weiß nicht, wie viele ich noch insgesamt brauche. Es kann sein, dass mir nur noch einer fehlt. Das kann durchaus sein, ne? Weil es war 10 Stück vielleicht pro Ohr. Das könnte durchaus sein. Oh nein. Ich habe Angst, dass mir jetzt genau einer fehlt. Das wäre gar fürchterlich. Gar nicht auszumalen. Bei Willekamp waren es 8 jeweils, dann waren es 16, die uns insgesamt fehlten. Das kann natürlich sein. Dann hätten wir richtig Glück gehabt. Es fehlt eins. Ich hasse mein Leben. Ein Feuerflederbeißer fehlt mir. Oder ein Flügel zumindest. Ich gehe mal in die Höhle hier. Vielleicht finde ich da ja noch einen. Feuerraubschleim wird auch noch spaßig, ne? Ich meine, ich weiß, wo zumindest 2 sind, aber... Oh. Sehr heiß hier unten. Ah, da ist ja sogar einer. Oder ist das Elektro? Nee, das ist Feuer. Perfekt. Nee. Oh mein Gott, jetzt habe ich den immer mit da. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Gut, auf euch habe ich gar keinen Bock. Euch habe ich schon alles, was ich brauche. Mein Gut. Was für eine Art ist das? Blauer. Brauchen wir noch blaue? Nee, ne? Wir brauchen nur schwarze. Ich glaube schon, ja. Mist. Gut, wir können nach hier unten gehen, weil da waren auf jeden Fall 2 Raubschleime noch. Ein paar von den Fliederbäusen waren hier auch noch. Also könnten wir da versuchen, die Sachen zu finden. Also gut, uns wird immer noch ein Feuerraubschleimstein dann fehlen. Wir können auf dem Weg noch mal ganz kurz ein paar Waffen mitnehmen, ne? Heute ist übrigens ganz schön warm bei uns. Ich hoffe, euch trifft es nicht so hart heute. So.
Hi Fraggle. Ich hoffe, bei dir ist alles gut. Weil wir das gar nicht vermuten, aber mir geht's gut heute. Weil kein Kater, kein gar nichts. Ich bin nur müde von den Sternsplittern, deswegen machen wir die heute nicht. Ich kann das nicht. Dafür brauche ich härteren Alkohol. Dafür brauche ich Stroh rum oder so. 80%. Anders kriege ich das nicht durch. Ja, bei mir ist auch ein bisschen warm. Ich brauche einfach härteren Stoff, ganz ehrlich. Das geht sonst nicht. Ein Spaß natürlich. Ich brauche einfach wieder ein bisschen Ruhe, ganz ehrlich. Ich muss einfach mal wieder was anderes tun. Ich meine, ich habe ja extra nicht den Sternsplitter-Grind ganz zum Schluss gemacht, sondern versucht so ein bisschen zwischendrin das zu machen. So ein bisschen, ne? Damit ich die Möglichkeit habe, noch was anderes zu tun, als jetzt nur das zu machen. Das heißt, wir können jetzt noch ein paar Leuen machen, wir können noch mal den Kriok machen, einen müssen wir noch machen. Wir holen die Feuerflederbeißerflügel, wir holen die Raubschleimsteine, wir holen noch ein paar Drachenteile. Ne, wir müssen noch die Ewoks alle einmal machen, oder zweimal sogar, oder dreimal. Die Leuchtsteine können wir ein bisschen machen, das machen wir dann heute eben. Und dann, ja, danach ist es dann vermutlich nur noch Sternfragmente. Ich meine, dann sind es halt nur noch 41 Stück danach, ne? Ich meine, das ist besser, als es ganz am Anfang war, wo es noch über 100 waren. Jetzt sind es halt nur noch 41 Stück, dann haben wir's. Kann natürlich sein, dass ich mich verrechnet habe und dass es noch ein paar mehr sind, aber definitiv nicht extrem viel mehr oder so. Vielleicht 4 Stück oder so. Weil ich irgendein Set oder so vergessen habe. Nehmen wir auf jeden Fall mit, weil wir haben dieses rostige Schild bekommen, weg damit. So, schönen guten Tag, Salat mit Soße. Und Bart und so habe ich auch schon alles gepflegt und gemacht und gestutzt und getan. Und gestylt. Ich habe meinen Bart wieder gestylt. Schöne Bartpomade. Ja, eigentlich mache ich es ja falsch, ne? Als YouTuber, der Videospiele macht und so, musst du ja eigentlich voll die junge Zielgruppe und so anziehen, oder? Und dann sollst du eigentlich glatt rasiert sein, oder nicht? Weil das dann jünger aussieht und so, weil man dann aussieht wie einer von denen. Oder? Ich meine, so Vollbart ist halt schon. Ich glaube, einige Leute werden geschockt sein. Der bärtige Potato. Die Kartoffel hat so einen Bart, ey. Machen wir das hier weg. Das kannst du ja nicht beurteilen, du kennst mich ja ohne Bart nicht. Also sag mal so, bisher habe ich immer nur positives Feedback bekommen zu meinem Bart. Ich glaube, mit dem Bart bin ich so mehr durch die Vaterfigur. Der Papa mit dem Vollbart und so. Lass das mal den Papa machen. Der Papa macht das gut. Wer kennt Stromberg? Vermutlich keiner. Wobei Stromberg ist echt gut gewesen. Stromberg war echt eine super, super Serie. Ich mochte sie sehr gerne. Ich glaube, der Tatortreiniger. Es gibt ja auch schon so ein paar Juwelen bei deutschen Serien.
Gut, klar. Also Strombeck ist auch irgendwo eine Kopie, aber dann kann man auch sagen, Dr. House war auch eine Kopie von Sherlock Holmes. Also. Ich meine, dass man sich inspirieren lässt, ist ja. Sollte eigentlich zum guten Ton gehören bei kreativen Sachen. Oh mein Gott. Grafikfehler aus der Hölle. Grafikfehler aus der Hölle. Braucht doch nur noch einen Feuerflederbeißer. Einen einzigen. Oh mein Gott, wie soll man denn die da vorne bekommen? Yes, da war der Flügel, den ich brauchte. Aber wir brauchen noch einen Feuerraubschleim leider. Wenn wir noch einen finden würden, wäre das optimal. Piept halt nicht, ne? Ich weiß, wo einer ist. Auf dem Weg zu Gandorf, oder? Aber da gehe ich nicht hin. Das wird nicht passieren. Ich bräuchte nur einen einzigen Feuerraubschleim. Spiel. Gib mir bitte einen. Einen einzigen. Ich werde dir sehr verbunden, Spiel. Wenn du das Piep-Piep machen würdest. Piep-Piep, Gildo hat euch lieb oder so. Okay.
Okay, ich bin ganz ehrlich mit euch, wir machen das so. Und irgendwann wird es ja wohl piepen, oder? Irgendwann wird es ja wohl piepen. Oh, da ist ein Sternfragment. Okay, das holen wir eben. Wenn es schon auf dem Weg ist, dann holen wir das. Ich meine, die machen wir natürlich weiterhin. Wenn ich einen sehe, dann holen wir den natürlich weiterhin. Das ist klar. Wäre dumm, wenn ich das nicht machen würde. Dann mache ich den Grind halt leichter danach. Wäre schön dumm, wenn ich jetzt sage, nee, den holen wir jetzt nicht. So. Dafür, dass in Elden so viele sein sollen, angeblich in Elden und Untergrund Elden sollen die Feuerraubschleime sein, piept es verdächtig selten, muss ich ehrlicherweise mal sagen. Hier piept ja gar nichts. Oh, das sind damit auch Leuchtsteine, oder? Ne, jetzt normale. Ne, Leuchtsteine müssten jetzt leuchten. Stimmt, ist ja Nacht. Ich Idiot. Wie wär's, Spiel? Piep, 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 piep. Wie wär's, hm? Feuerraubschleim. In Elden, gib mir doch mal bitte einen. Ich hab bisher hier einen gefunden, das war's. Das ist doch traurig, oder? Wo sind die Feuerraubschleime? Hallo. Tudu. Tudu. Ah. Feuerraubschleim. Let's go, komm. Jetzt Feuerraubschleim. Oh. Spiel, bitte. Ich gehe sogar in eine Höhle, wenn es sein muss, weil ich eh nur einen brauche. Aber bitte, 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 Spiel, gib mir den einen bitte jetzt. Ehrlich mal. Das kann doch jetzt nicht sein. Ich bin in Elden und finde keine Feuerraubschleime. Habe ich den Radar angemacht? Ja, oder? Ja?
Das ist echt weird. Hier vielleicht. Bei diesem Bogen da. Da hängen sie doch immer ganz gerne dran. Ja, nix. Batterie aufladen. Gut, dann gehen wir den Berg hier mal ein bisschen hoch. Vielleicht finden wir da ja irgendwo was. Ich dachte nicht, dass der Grind für einen Feuerraubschleim so schlimm wird. Für einen einzigen. Ich meine, gut, wir haben Schlimmeres erlebt als das jetzt, aber... Er ist schon echt übel hier gerade. Ich brauche nur einen einzigen. Gib mir doch bitte einfach einen. Ich meine, ist das so schwer, mehr als einen Elden zu platzieren oder was? Ich weiß, die sind schon ein bisschen nervig, die Gegner. Ich hatte die manchmal auch geskippt dann, aber... Ich meine, ab und zu kann ruhig schon mal einer da sein, ne? Was ist denn hier los? Kein einziger. Mal bedenke auch bitte, ne? In dem Ding hier steht... Verbreitungsraum, Berge von Elden. Und das ist verbreitet, also wenn ein einziger hier ist. Kann es sein, dass oben an der Spitze vielleicht noch welche sind? Nee, oder? Ja, es piept halt nicht, ne? Übel, ey. Das Hyrule soll einer sein, schreibt der Sunstar. Aber das ist ein weiter, weiter Weg. Ja, ja, Teleport, bla bla, da muss ich mir eine neue Flugmaschine bauen. Warum kann ich einfach da welche sein, wo es in einem Hyrule-Handbuch steht, dass sie es sind? Also das verstehe ich halt nicht. Warum lügt das Hyrule-Handbuch? Das Hyrule-Handbuch labert nur Müll. Da steht nur Müll drin. Das ist weird. Ich glaube, ich weiß, wo einer ist. Aber doch, genau. Hier dachte ich nämlich auch. Hier, wo auch die Dingens, die Miasma-Hände sind. Da habe ich mir schon gedacht, dass da einer ist. Die Miasma-Hände sind schon da. Und schnell hier weg. Tschüss. Was? Hau ab. Mit dir habe ich nichts am Hut.
So, jetzt können wir zumindest schon mal zwei Upgrades machen. Glaube ich zumindest. Möglicherweise mit etwas Glück. Und noch ein Set auf Maximum. Wofür brauchst du denn die Feuerraubschleime? wir brauchen noch zwei Nydra-Schuppen übrigens. Kann ich mal direkt mal aufschreiben, zwei Nydra-Schuppen. So. Wiederbeißer kann ich auch wegmachen. So. Da war es bestimmt irgendwie für das Feuerset hier, ne? Ja. Ja gut, die großen Sonau-Energiesphären können wir ja bekommen. Zitterlibellen müssten wir auch noch sammeln und Frostforellen. Ich geh mal kurz ein paar von diesen Sphären wieder kaufen. Ich weiß nicht, wie viel ich kaufen soll. Ich glaube einfach mal so, 10 Stück reichen dann ja eigentlich. Da können wir zu zwei Orten hingehen. Diese Grafik wieder, das ist... Es wird immer schlimmer. Dieser Emulator, ey, ganz ehrlich. Eieieiei. Und vielen Dank sonst dafür das Folgen und danke auch für den Tipp, aber ich habe leider zum Glück noch einen gefunden, weil mir eingefallen ist, dass da unten einer ist. Es gibt dann zwei Feuerraubschleime, ganz Elden. Oh Mann. So, wir werden noch großes Sonanium fahren müssen, irgendwann demnächst, aber gut. So, dann will ich doch mal hier hingehen. Dann wollen wir doch mal kurz gucken. Die Zitterflügler, nein, Zitterlibelle. Zitterlibelle. Donnergrollinseln, ja gut, das macht Sinn. Aber die sind ja immer da, wo Gewitter ist, ne? Das macht sehr viel Sinn, dass die da sind. So, dann wollen wir mal schauen.
Bisher sind hier keine. Braucht nur 3 Stück, ne? Klar, der ist jetzt weg. Naja. Okay, ich hab sie. Ich hab nur noch einmal ein Leer mitgenommen, aus Sicherheitsgründen. Oh mein Gott. Das ist einfach so random, weil ich habe ja nichts dran gehabt, was irgendwie, ne? Was Elektrizität geleitet hätte. Naja, muss man machen. Ja, da müssen wir wohl noch einige wieder farmen. Und diesmal sind sie nicht hier. Das ist schon mal sehr schön. Da habe ich die alle noch im Inventar jetzt. Ne, da fehlt definitiv eine, oder? Okay, das Spiel möchte ich, dass ich hier bin. Ich soll vermutlich das Rüstungsset tragen, das man hier tragen sollte. Mache ich aber nicht. Dass die Blitze andauernd neben mir einschlagen und mich treffen, das ist Zeichen genug für mich zu gehen. Vielleicht haben wir ja genug, möglicherweise. Weiß jemand gerade, ob wir für irgendwas noch Edelsteine brauchen, außer für die alten Sets? Nee, brauchen wir nicht, oder? Ich glaube, wir haben alle Edelsteine-Sachen, außer Leuchtsteine halt. Ich glaube, Leuchtsteine brauchen wir auch für das Erwachen-Set, ne? Das heißt, ich könnte jetzt hier gleich aufschreiben, was wir hier noch brauchen. Hier. Da wissen wir genau, wie viel Rhodonit und so wir noch brauchen würden. Was halt jetzt noch 17 sind, ne? 17 Rhodonit. Bernstein haben wir genug, glaube ich. Pale haben wir scheinbar auch genug.
wie es aussieht. Topas brauchen wir auch noch ein paar. 21 Topas. Noch 27 Saphire. Okay. Genau das. Perfekt. Erstmal machen wir das hier. Aber warte mal, bevor wir das Ganze ganz kurz machen, was ist denn das Problem mit dem anderen Set? Immer noch Zitterlibelle, okay. Mir fehlt also wirklich noch eine. Na toll. Ah, natürlich. Blutforelle, 6 Stück. Dann kann ich das schon mal updaten, weil ich habe da 7 stehen bei mir. Ich brauche 6 Stück. Und noch eine Zitterlibelle. Okay. Ich brauche 9 Frostforellen, nicht 8. Ah. Na gut, ich brauche 17 Rhodonit, ne? 17 Rhodonit. Ich mache mal in Klammern 30, weil... Ah ne, 20. Wir brauchen noch 20 insgesamt. Dann brauchen wir... 30 Topas insgesamt, also brauchen noch 21 Topas. Ich schreibe in Klammern 30 dahinter. Saphire brauchen wir auch 30 Stück, aber noch 27. Ihr merkt, wir sind fast durch. Und dann hat die ganzen Sternsplitter. Das sind noch 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 13 für die alten Sets hier, für die hier. 13 Sternsplitter. Da wir die auch alle auf Max. Wenn wir die Edelsteine haben. Dann noch das Wildnis-Set natürlich, das wird auch ein bisschen spaßig. Das wird auch nochmal spaßig. Grimmige Gottheit haben wir auch fast durch. Fehlen uns noch die Leuenherzen für. Also wird langsam. Wird langsam. Zitterlibelle 1. Ostforellen. Immer noch Beta-Elite-Konstrukt. Und noch Alpha-Elite-Konstrukt. Das ist. Immer diese Alpha und so Sachen. Das ist. Also diese Elite-Konstrukt-Dinger, die sind echt übel. Übel. Naja. Versuchen wir mal eine Zitterlibelle zu kriegen. Das wird ja wohl möglich sein, eine zu bekommen. Die da oben ist wieder da, ne? Perfekt, da haben wir sie. So, Frostforellen, dann gucken wir mal ganz kurz. Ich will gerade, ob wir zum Dorf der Orni gehen, mal versuchen da drumherum irgendwie. Vielleicht sind da welche. So.
Dann schauen wir mal, ob Captain Inko mal wieder ein paar Fischstäbchen bekommt. Sieht aber schlecht aus, ne? Sieht nicht so aus, als wären hier Fische. Ich glaube, die haben hier alle Fische leer weggefegt, quasi. Ja, hier waren vorher viele Fische, ne? Keine Ahnung, ob das da klappt. Aber probieren geht bekanntlich über Studieren, ne? Also von daher schauen wir einfach mal. Eine Frostforelle. Noch 8 weitere. Noch 7 Frostforellen. Noch 6, noch 5. Ja.
Noch vier. Uiuiuiui. Noch drei. Noch zwei, noch eins und noch null. Perfekt. Damit haben wir dann schon mal die ganzen Frostforellen fertig. Dann fehlen mir noch die sechs Glutforellen. Dann gehen wir da mal ganz kurz nach Elden hier und holen wir jetzt ganz kurz die Glutforellen. Dann haben wir die auch schon mal erledigt. Stimmt, die Zitterlibelle kann ich auch schon rausschmeißen. Die Frostforelle kann ich auch rausschmeißen. Das heißt, uns fehlen noch zwei schwarze Bossbockhörner. Leuchtsteine, Leuchtherzen, Alpha Elite Konstrukt, Beta Elite Konstrukt, ein Kriokerz, noch ein paar Drachenteile und Edelsteine, das war's. Mehr fehlt uns nicht mehr. Und die ganzen Sternsplitter natürlich, aber gut. Oh. Wird anders wild, die ganzen Sterndinger. Das wird wirklich wild. So. Wir brauchen noch keine Diamanten mehr. Das heißt, alle Diamanten, die wir jetzt haben, 18 Stück, scheinbar, können wir eigentlich verkaufen. Weil ich glaube, wir brauchen keine Diamanten mehr für irgendwas. Hm. Aber wie schon lustig. Yeah.
5. Uiuiuiui, wir haben es gleich. Das heißt, das waren die letzten Fische, die wir brauchten, glaube ich. Und die letzten Insekten haben wir auch, glaube ich. Da sind mehrere. Noch eins. Und noch null. Perfekt. Perfekto. Dann können wir nochmal upgraden gehen jetzt. Blutforellen sind auch fertig. Wunderbar. Wie gesagt, wird, ne? Die Liste wird immer kleiner. Die Liste wird immer, immer kleiner. La 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 la. Okay, wir müssen nochmal Energiesphären besorgen. Führt gerade kein Weg dran vorbei. Der Part ist schon viel zu lang, wieder eine Stunde zwei, aber egal. Ich mach das jetzt noch eben. Oh, ha. Oh.
habe immer ein bisschen Angst, so viele zu kaufen. Das ist mein Problem. Ich glaube, 10 Stück können wir nochmal holen. Im nächsten Part werden wir natürlich dann wieder ein bisschen farmen, ne? Das Zeug. Ich meine. Ist da Zeit dafür, ne? Dass wir mal wieder ein bisschen großes Sonanium farmen. Ich kann aber nochmal gucken auf die Liste, wie viel wir wirklich brauchen dann noch an großem Sonanium. Damit ich nicht zu viel farmen. Ich habe keine Ahnung, wie viel wir brauchen für die Sonanium-Rüstung. Das war doch die Sonanium-Rüstung, oder? Ich glaube schon. Wie viel wir da insgesamt brauchen, keine Ahnung. Müssen wir mal schauen. So, dann gucken wir mal ganz kurz. So. Ah ja, es gibt doch noch was ich vergessen habe aufzuschreiben. 4 Ausdauerhunde, glaube ich, müssen wir noch sammeln. Ich bin aber auch nicht ganz sicher, ob das wirklich stimmt. Das können wir gleich zwischen den Parts alles nochmal eruieren. So, ich glaube, wir brauchen sogar noch mehr von den Energiesphären. Kann sein, dass das letzte Upgrade immer 10 braucht. Ja, dann werden wir hier auch noch mehr brauchen. Ich upgrade aber gerade echt lieber das hier, weil ich gerne wissen würde, was wir ja fürs letzte brauchen. Ah ne, hier brauchen wir noch 5, lustigerweise. Hier 10, hier 5. Hm. Na gut. Ja gut, die Zitterforellen haben wir schon. Wunderbar, noch ein Set vollständig. Und ich mache das jetzt einfach, damit das Set auch vollständig ist. Damit wir diesen Part... Was, wie viele Sets haben wir da vervollständigt? 3 oder 4? Keine Ahnung, wir haben einiges wieder vervollständigt. Fehlt sonst noch irgendwie was hier? Mein Gott. Ja gut, das hier fehlt hat. Das ist aber ein schwarzer Bossbock. Und das mit den neuen Herzen fehlt hier oben. Aber sonst fehlt hier oben, glaube ich, nichts mehr, ne? Eieieiei. Okay. Das sieht ja was mit dem großen Sonanium. Wir brauchen schon mal mindestens 15 Stück für die dritte Stufe. So. Rotrazahn. Ich nehme an, die anderen Dinger werden dann andere Dinger brauchen, ne? Neidrazahn, genau. Ich brauche von jedem Zahn nochmal welche. Ja, wir brauchen Ausdauerhonig. 4 Stück. 4 Stück fehlen uns. Und eine Eldraklaue, 2 Stück. Oh mein Gott, das muss ich vielleicht alles aufschreiben. Moment. 2 Eldraklauen. Dann brauchen wir noch einen Neidrazahn. Dann brauchen wir noch einfach Rotrazahn. So. Muss ich mir nur merken, damit wir dann gleich mal gucken, immer zwischendurch nach den Drachen schauen. Bye. Tja, was wenn ich alles machen muss, ne? Es wird nicht all weniger Arbeit. Doch, schon ein bisschen, aber
Die Arbeit ist immer, also das Pensum ist immer hoch. Das ist aber direkt drei Stück, waren es fehlen drei Stück, ne? Na ne. Waren das 10, die wir brauchten für das eine? Ich nehme einfach jetzt nochmal drei hier unten mit und dann passt das. Diese Lichtschau immer im Hintergrund. Es tut mir so leid, aber naja, so ist es halt leider. So, meine Gute. Ich habe noch ein Upgrade, was ich machen möchte. Das sagt mir, dass ich mich geirrt habe und es 5 waren. Ne, es waren 10. Wunderbar. Und das nächste Set vervollständigt. So, meine lieben Freunde, das war's für diesen Part. Wir sehen uns wieder im nächsten Part. Bis dann, haltet die Ohren steif. Macht immer das Beste aus eurem Leben. Euer Potato Pet verabschiedet sich. Bis dann. Tschüss.